Hallo, heute mache ich ein Tutorial über diesen Pyramorphix. Wie wir sehen, dreht er sich nicht wie diese normalen Pyraminx, sondern anders. Im Grunde genommen ist das nur ein 2x2 mit Shape Mod. Shape Mod bedeutet nur, dass der verschieden große Würfel hat und Würfelsteine hat und dadurch auch verschiedene Formen annimmt. Bei der Notation ist es ähnlich, es ist genauso wie beim 2x2. Wir haben die rechte Ebene, die linke Ebene, die obere, die untere und natürlich die vordere. Deswegen gehe ich auf die Notation nicht weiter ein. Nachdem wir ihn vermischt haben, lösen wir eine Ebene. Zuerst einmal gucken wir uns den Würfel so an, dass wir versuchen, eine große und eine kleine Kante zu finden, die schon gelöst ist. Beispielsweise diese Kante hier sollte da gelb haben. Das ist nicht gelöst. Das hier wäre auch falsch, wenn die zwei richtige Farben zueinander zeigen, denn hier haben wir eine hohe Kante und hier eine hohe Kante. Die sind eigentlich nicht direkt nebeneinander, die sind nur diagonal, aber nicht direkt nebeneinander. Das ist falsch. Dann gucken wir weiter und decken dann hier beispielsweise, entdecke ich, dass ich hier schon ein gelöstes Paar habe. Nun kann ich mir aussuchen, ob ich die Ebene so halte, dass ich die beiden Ebenen hier, die beiden Steine löse. Ich könnte auch die beiden Steine hier lösen. Das ist egal. Ich halte jetzt einfach mal so und würde als nächstes diesen grünen und diesen blauen mit den richtigen Steinen ersetzen. Ich brauche als nächstes hier, das ist am einfachsten, einen roten Stein. Dann gucke ich auf der unteren Ebene und habe ihn hier. Ich drehe mir die Ebene so lange, bis die direkt untereinander sind. So, die beiden sind jetzt untereinander. Und da will ich den roten einsetzen, nach oben. Ich halte das so, dass die beiden auf der rechten Ebene sind und führe nun folgenden Algorithmus aus, um den da oben einzusetzen. R'D'RD. Was wir jetzt sehen, ist, dass er sich direkt einsetzt. Wir sehen aber nicht, in welche Ecke er zeigt. Also die Sache ist, hier könnte eine rote Ecke sein, diese Ecke hier könnte auch in dieser Position sein oder in dieser Position sein. Das heißt, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie diese Ecke gedreht ist. Wir sehen jetzt nur eine, aber das erkläre ich gleich bei der nächsten Ecke nochmal ein bisschen genauer. Jetzt haben wir hier rot, hier gelb, das heißt, hier müsste ein rot-gelber sein. Ich sehe, hier ist rot, grün, blau, kein gelb, die kommt nicht in Frage. Hier sehe ich einen rot-gelben mit blau, die kommt in Frage. Die ist hier rot und da gelb und wir bringen die an die Position, wo sie hin muss, paaren die übereinander und bringen die beide auf der rechten Ebene. Wir könnten die auch so halten auf der linken Ebene, das wird aber keinen Effekt haben. Wir halten die so, dass die übereinander sind und auf der rechten Ebene beide. Um die beiden jetzt nur miteinander zu tauschen, also um den da oben reinzubringen, benutzen wir wieder den Algorithmus von vorhin. R'D'RD. Und jetzt haben wir das, was ich wegen der Rotation meinte. Hier zeigt gelb hin. Gelb könnte auch hier hin zeigen oder hier hin zeigen. Genauso ist es mit den Ecken. Da kommt später noch ein kleiner Problemfall. Noch interessiert uns das nicht. Jetzt wollen wir erstmal die Ecke richtig einsetzen. Wir führen den Algorithmus an dieser Stelle hier so lange aus, bis sie richtig drin ist. R'D'RD. Immer noch nicht. R'D'RD. 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 Dieses D hier bräuchten wir jetzt noch nicht machen. Das ist aber später ganz, ganz wichtig. Jetzt haben wir die erste Ebene hier einmal gelöst. Wir halten die einmal auf dem Kopf, wo das die unten ist, und wollen jetzt die obere Ebene lösen. Dieser grüne hier ist richtig. Dieser grün-rot-blaue ist hier falsch, denn hier ist kein Rot. Das heißt, der ist schon mal da nicht richtig. Die Ecke ist auch richtig bei blau und die wäre falsch. Wir drehen die obere Ebene so lange weiter, bis wir nur insgesamt eine richtige Ecke haben. Hier haben wir zwei richtige Ecken. Drehe ich weiter und sehe, da ist immer noch nichts richtig.
drehe ich eins weiter und sehe, es sind wieder zwei richtig. Einmal die hier und die andere. Es sind immer zwei richtig oder zwei falsch. Wenn gar keine Ecke richtig ist, ist es egal, wie wir den Würfel halten und führen nun folgenden Algorithmus aus. U, R, U-Strich, L-Strich, U, R-Strich, U-Strich, L. Jetzt sollte nur eine einzige Ecke richtig sein. Wir drehen einfach mal die obere Ebene, sehen, hier ist eine richtig, hier ist eine richtig. Drehen wir einfach mal weiter. Die ist falsch. Hier ist nur eine einzige Farbe und die oben hat drei Farben, das ist schon mal falsch. Dann gucken wir hier, rot passt, grün passt und blau passt. Es könnte auch sein, dass die gedreht ist, sodass blau hier, grün da und rot da ist. Das wäre egal, die ist an der richtigen Position. Die halten wir nun rechts oben. Hier ist die untere Ebene, hier ist die obere Ebene. Wir halten die auf der rechten Seite oben und führen denselben Algorithmus von vorhin noch einmal aus. U, R, U-Strich, L-Strich, U, R-Strich, U-Strich, L. Somit sind jetzt alle Ecken an der richtigen Position. Blau, die war schon richtig, grün und grün, blau, gelb, die ist auch richtig. Im letzten Schritt machen wir jetzt nun Folgendes. Ich bereite eben kurz einen kleinen Minifall vor. So, wir haben jetzt hier die obere Ebene. Einmal so, dass die ist immer gelöst, genauso wie die andere, weil wir einfach nicht sehen, in welche Ecke die zeigen. Die hier ist falsch geflippt und die hier. Es kann auch sein, wie bei mir, dass nur eine falsch ist. Was wir nun machen ist, wir halten den Würfel immer so fest und würden jetzt nicht mehr den ganzen Würfel bewegen. Das machen wir nicht. Was wir jetzt machen ist, wir führen den Algorithmus über diese Ecke hier rechts aus. Das machen wir erst einmal, bis die richtig drin ist. Den Algorithmus können wir vom Anfang. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Wir drehen den Würfel nicht, wir sehen hier unten, das ist nicht mehr gelöst. Das ist egal, wir achten nur auf das obere. Diese Ecke ist nun richtig drin. Was wir nun machen ist, wir drehen nur die obere Ebene. Bis jetzt rechts oben die falsche Kante ist. Hier war die vorhin, die haben wir gelöst. Dann haben wir jetzt die hier hingedreht und führen über diese hier unten alles falsche Ecke nochmal denselben Algorithmus aus. Und da brauchen wir ganz wichtig auch das D am Ende. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Jetzt ist die Ecke richtig, das hier unten ist wieder gelöst und wir können das jetzt einmal hier richtig hindrehen. Dies wäre der eine Fall. Es gibt natürlich noch einen anderen Fall, den ich jetzt einmal kurz zeigen werde. Wir lösen beispielsweise nur eine Ecke hier oben. Unten ist natürlich alles gelöst. Wir beginnen hier über die Ecke. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Sehen, die ist gelöst. Dann würden wir die nächste Ecke nehmen, die falsch ist. Die ist gelöst. Die beiden sind gelöst. Die Ebene ist gelöst, aber hier unten ist noch alles falsch. Was wir nun machen ist, wir nehmen uns so eine einfarbige Ecke und würden die jetzt hier drüber drehen. Denn wenn wir die drehen, sehen wir das gar nicht, weil in allen drei Ecken zeigt sie blau. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich, D-Strich, R, D. Immer noch nicht. R-Strich, D-Strich, R, D. R-Strich,
Jetzt R', D', R, D. Jetzt ist hier unten alles wieder gelöst und wir haben hier oben die Ebene heilig lassen, weil wir die nur gedreht haben. Somit lösen wir den Pyramorphix. Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Tutorial oder allgemein habt, dann schreibt mir doch einfach hier oder auf meiner Homepage einen netten Kommentar.